Ganz ehrlich, wozu braucht man einen Modi mit einem Lumen? Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Ja, es geht wieder um eine Taschenlampe. Ja, es geht wieder um eine von Olight. Es ist die Varia 3. Das Ding hat 2300 Lumen, leuchtet höchstens 300 Meter weit. Das bedeutet, das ist auch so eine Lampe, die vor einem viel Fläche ausleuchtet, aber nicht unbedingt auf Distanz. Auf der Rückseite haben wir wie immer die wichtigsten technischen Daten. Wenn ihr euch das genau durchlesen wollt, einfach kurz das Video pausieren. Ich gehe jetzt einmal kurz auf die verschiedenen Modis ein. Für mich der wichtigste und wahrscheinlich für viele andere auch. Der Turbo-Modus mit 2300 Lumen. Das geht 2,5 Minuten lang, dann drosselt die Lampe auf 800 Lumen für 160 Minuten und dann noch einmal auf 250 Lumen für 39 Minuten. Ich würde sagen, der High-Modus ist auch noch ganz interessant. 800 Lumen, das geht dann auf 166 Minuten, dann drosselt sie erst. Dann gibt es auch noch den Moon-Modus mit einem Lumen. Früher habe ich hier und da mal gesagt, für den Notfall reicht's, aber in Wirklichkeit... Also da muss es wirklich schon ein sehr, sehr großer Notfall sein, dass man mit einem einzigen Lumen irgendwas anrichten kann. Ich meine, die Lampe hält dann 55 Tage, das ist schön und gut, aber 15 Lumen für 130 Stunden sind definitiv brauchbarer. IPX8 zertifiziert ist das Ding auch und 1,5 Meter sturzresistent. Das bedeutet, wenn die Lampe aus 1,5 Metern Höhe runterfallen sollte, dann sollte der Lampe nichts passieren. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, die Dinger halten schon einiges aus. Also man muss sie nicht behandeln wie ein rohes Ei. Das Ganze ist hier auf der Seite wieder magnetisch verschlossen, wie wir es gewohnt sind. Dann werden wir hier persönlich begrüßt. Ein kleiner Quick Start Guide. Mittlerweile kenne ich mich da aber schon relativ gut aus, würde ich sagen. Hier auf der Seite haben wir noch ein bisschen Zubehör drinnen. Da ist Altpapier dabei und das magnetische Ladekabel. Ich sage es in jedem einzelnen Video, bis sich es irgendwann einmal ändert. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass OLED hier seinen eigenen magnetischen Anschluss bei den Lampen hat. Und ansonsten haben sie ja meistens USB-C. Womit ich aber ein Problem habe, das sollte mittlerweile echt USB-C sein. Ja, es haben viele von uns USB-A-Ladegeräte zu Hause. Es haben aber auch einige Leute, so wie ich, ein USB-C-Ladegerät. Und da wäre es deutlich angenehmer. Die Lampe kommt wieder in einem Holster. Hier haben wir die Lampe selbst komplett in Schwarz. Das Ding ist auch wieder komplett aus Metall. Hier haben wir einmal den Knopf zum Ein-Ausschalten. Hier hinten haben wir noch einen Knopf. Vorne haben wir einmal die LED drinnen. Ganz klassisch mit dem blauen OLED-Ring. Auch um den Ein-Ausschalter haben wir den OLED-Ring. Dann haben wir hier so vier kleine LEDs auf jeder Seite. Das ist einmal für die Leuchtstufe, also wie hell sie leuchtet. Und dann für den Akku einen kleinen Clip. Und ansonsten ist nicht mehr viel dran. Man hört ja aktuell immer wieder, dass die Qualität bei OLED ein bisschen nachgelassen hat. Dass es da ein paar Probleme gibt. Ich dachte bis vor kurzem, das sind nur Einzelfälle. Das kann ja nicht sein, denn ich hatte nie irgendwelche Probleme oder irgendwas zum Aussetzen an den Lampen. Jetzt habe ich zwei Lampen in relativ kurzen Abständen bekommen, wo nicht alles gepasst hat. Bei der Lampe würde ich sagen, passt an sich schon alles. Also wenn man wirklich sucht, dann findet man was. Aber eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, hier beim Clip, der ist scheinbar schwarz lackiert. Und wenn ich das hier jetzt abhebe, seht ihr diesen hellen silbernen Punkt da drinnen? Also Leute, das kann doch nicht sein, der wurde einfach so im geschlossenen Zustand drüber lackiert und hier drinnen die Fläche ist silber geworden. Also das muss OLED auf jeden Fall nachbessern. Bedienung ist kinderleicht, hier vorne einmal drauf gedrückt und schon schaltet sich die Lampe ein. Gedrückt halten, dann zügelt sie durch die verschiedenen Modis durch und wenn sie jetzt voll geladen wäre und man klickt doppelt drauf, dann kommt man in den Turbo-Modus, dann müssten hier vier LEDs leuchten, da komme ich jetzt leider nicht rein, einmal drauf gedrückt und schon ist die Lampe wieder aus. Hier hinten haben wir auch einen Schalter, wenn ich den nur leicht drücke, dann leuchtet die Lampe, wenn ich ihn aber auslasse, dann geht sie wieder aus und wenn ich wirklich drauf drücke, dann bleibt die Lampe leuchten. Viel mehr gibt es hier drinnen jetzt eigentlich nicht mehr zu der Lampe zu sagen, was ich aber noch sagen möchte, von der Optik her sieht dieses Ding echt wahnsinnig schick aus. Auch hier vorne diese Zacken drinnen, dieses kleine Detail bringt nichts, wird wahrscheinlich auch nichts von der Kühlung her ändern.
aber das Ding sieht einfach wahnsinnig schön aus. Jetzt wird es Zeit für den Leuchttest. Ich bin bereits draußen angekommen, es ist stockdunkel, es ist eiskalt, die Lampe ist voll aufgeladen. Ich würde sagen, wir beginnen gleich einmal mit der ersten Stufe. Das sind jetzt 15 Lumen, es ist natürlich nicht sonderlich hell, aber wenn man schon irgendwas im Auto sucht oder ganz kurz ein Licht braucht oder Notlicht, ist das definitiv auch mehr als ausreichend. Es gibt ja noch eine zweite Stufe mit 200 Lumen und ja, da würde ich sagen, das ist jetzt schon mehr als ein Notlicht. Es ist aber trotzdem jetzt noch nicht wahnsinnig hell. Den Baum da unten sehen wir ganz leicht. Ich würde sagen, der Sweet Spot, ja, sind die 800 Lumen in der dritten Stufe. Also da sehen wir den Baum schon sehr, sehr deutlich. Es gibt ja Gott sei Dank noch einen Turbo-Modus mit 2300 Lumen. Und das ist natürlich der coolste Modus. Leider ist der Akku da sehr schnell leer. Aber ansonsten hier auf die Ferne auch gar nicht mal so schlecht. Und was ich gleich einmal sagen muss, das Lichtbild gefällt mir sehr gut. Es ist wirklich überraschend gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich meine, ja, wir haben einen helleren Fleck in der Mitte. Aber ansonsten hier die Fläche auf Distanz und vor mir ist gut ausgeleuchtet. Ich sag's euch, es ist, ich spüre jetzt schon, dass sich die Lampe vorne erwärmt. Im Winter definitiv ein Vorteil, im Sommer leider ein Nachteil. Falls es von euch noch irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!